Einen wunderschönen guten Morgen und damit auch willkommen zu einem weiteren Vlog-Tag. Wir bedienen uns gleich in der Dunkle von mir und ich mache hier mal ein Licht an. Heute nach Kam Lindford. Das ist hier ein reiner Adventkalender-Vlog-Tag Nummer 4. Und ja, ich nehme euch da einfach mal mit. So Leute, wir sind, oder war ich gerade noch was zum Essen machen, was zum Mitnehmen und mal wieder Haare im Mund. Nicht so lecker. So, Handys werden mitgenommen. Einmal der Huawei. Noch so ein altes Handy von Xcuti. Leider habe ich darauf kein 6.0, sonst hätte ich darauf diese Warn-App ja installiert. Das ist nicht, denn nicht so. Was soll's. Okay, wir haben eigentlich nicht viel dabei. Eigentlich nur ein Rucksack und diese eine kleine Tasche. Bei der Städtetour wird da ein bisschen größer werden, wird da ein bisschen mehr sein. Aber für diese kleine Tour brauchen wir nur diese Tasche und mein Rucksack. So, ich ziehe mich gleich einmal an und dann geht es los. Start klar mit meinem kleinen Gepäck. Sonst bin ich eigentlich ja mehr ausgestattet. Aber heute muss das mal ja nicht so viel sein. Ist ja nur einmal Hinfahrt, Kurzwache aufnehmen, übernachten, Kurzwache aufnehmen und zurück. Mehr ist das ja auch nicht. Und dann nehme ich euch natürlich auch. Meine Damen und Herren, wir sind hier im ICE und ich bin sofort hier auf dem Weg nach Duisburg. Ja. Ich habe mich lang nicht mehr gemeldet. Ich bin auch lang gefahren. Ja, mir geht es gut, die ganze Zeit eigentlich Maske und das war. Und
Ja, wir kommen dann bald an. Und ja. Aber wir sind gerade hier in Kamp Lindfort bei der Landesgartenschau 2020 und ja, es sieht schon sehr, sehr schön aus. Ich mache schon ein paar Fotos, Filme, was auch immer, und was wir alles noch erleben, das seht ihr dann in dem Video von Kamp Lindfort selber, aber auch im Adventkalender-Video seht ihr es ja auch. Und wir sehen dann uns einfach später nach dem Dreh einfach mal wieder. So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Und heute scheint mal die Sonne in der richtigen Reihe. Und ja, ich habe mich gerade ausgeschreckt aus dem Airbnb. Ich habe mich noch ein bisschen unterhalten mit der Gastgeberin. Und ja, jetzt schaue ich mir noch ein bisschen Duisburg an. Und dann geht es auf nach Hause. Nächstes Jahr oder dieses Jahr eigentlich werde ich dann auch versuchen, nach Ingolstadt zu der Landesgartenschau zu gehen und mal schauen, wie das dann genau da aussieht. Und da nehme ich euch natürlich auch mit. Und damit wünsche ich euch recht herzlich noch einen wunderschönen guten Tag. Bis bald. Schönen Tag.